Ich bin ja nicht so kultiviert in der Familie aufgewachsen. Eigentlich doch, wir haben versprochen, dass ich in die Baseballmannschaft komme. Aber ich habe dort abgesagt, einfach nur Trompete gehört. Welches Kind kann schon auf Japan? Ich meine, das ist ja der größte Luxus, das ist ja der Traum. Oder auf Zürich sogar. Ich finde es schön, dass Kinder Musik machen und dazu lernen noch Freude kann gehen und das kommt zurück. Ich rede mit den Jungen so, dass im Leben Mut wichtig ist, dass man als Jung etwas wagt. Wenn man so hört, du lebst sozusagen aus dem Rucksack, habe ich zuerst so gedacht, oh mein Gott, aus dem Rucksack, da kommst du ja komisch vor. Aber jetzt so ist das mega cool. Is Mr. Kimoto, one of the kids missed a cat. Es ist so krass, dass ich mit 10 noch in Japan gehe. Mega. Manchmal mag ich einfach nicht. Ich mag einfach nicht. Bei jedem Konzert einfach schauen, wie alles funktioniert. Da geht es 2 Minuten. Es geht einfach darum, dass in Japan der ZMH schlechter geworden ist. Als Band irgendwie geht irgendetwas nicht. Wir sind ja wegen der Musik da und ich verstehe es eigentlich nicht so ganz. Honto no kokoro, ma tamashi, kokoro no energie no moto wa ne. Yappari ne. Sono hito no kokoro ni. Du kannst nicht alles haben. Wenn du Musik richtig machst, dann machst du Musik, aber alles miteinander geht dann. Später merken sie schon, wenn sie gross werden, wie wertvolle Sachen gemacht haben. Ist ja gut, jetzt wenn sie nicht merken. Du bist 18. Ist ein Pensionsalter, oder? Wenn ich dann noch eine Lücke habe, dann weiß ich, da wird nicht einfach eine Lücke bleiben in meinem Leben, sondern ich werde damit etwas anderes fühlen, was sich auch sehr schön ist. Du hast eine Wo ist das letzte Konzert?